Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing. Eigentlich wollte ich mich heute mal vor die Kamera setzen, aber ich bin ein kleines bisschen krank, ein klein wenig erkältet und sehe nicht so doll aus. Also noch schlimmer als sonst. Und deswegen dachte ich, tue ich euch das mal lieber nicht an. Und deswegen gibt es das Unboxing einfach mal so. Na, heute ist ein kleines Päckchen von CD Japan angekommen und es ist diesmal tatsächlich nicht K-Pop, es ist tatsächlich mal J-Pop, also tatsächlich mal was von einer japanischen Band, die ich allerdings auch erst neulich entdeckt habe. Und entdeckt habe ich sie auf die Art und Weise. Einer von der Band hat ein Foto auf Twitter gepostet, zusammen mit Minu von Boyfriend. Und da dachte ich so, wow, wer ist denn das? Und wer sind denn die? Und naja, wie das eine dann zum anderen kommt, da ist nur noch die Rechnung drin, die brauchen wir nicht. Gelbes Papier. So. Und da sind wir schon bei der, ihr könnt schon sehen, es ist CD und DVD. Ja, der Name der Band ist übrigens nicht XOX oder XOX, sondern es steht für Kiss Hug Kiss. Also der Bandname Kiss Hug Kiss und das ist ihre Single Highschool. Buh. Und ja, ich habe das Video auf YouTube gesehen und fand das Video ziemlich lustig und den Song auch. Und habe gedacht, so, ja, kauft ihr die doch einfach mal. Also, sie haben schon ein bisschen was veröffentlicht, habe ich auf CD Japan gesehen. Sie haben auch schon ein komplettes Album und halt auch diverse Singles. Und ja. Sehen auf jeden Fall sehr sympathisch aus. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Erst einmal Pappschuber. Schön stabil, das finde ich immer gut. So, hier drin. Oh, kleines Booklet. Das dürfte die CD sein. Das ist die DVD, ganz eindeutig. Ja, kleines Booklet mit Lyrics. Ja, und irgend so ein Fan-Code-Event-Teil mal wieder, was natürlich nur in Japan funktioniert. Und ja, von daher relativ sinnlos ist. Und das sieht mir so ein bisschen nach kleinem Fotobuch aus. Also ich stelle fest, die Japaner haben ein bisschen von den Koreanern gelernt und packen auch immer mehr solchen Fanstuff in ihre Alben. Ne? Hier kann man es auch lesen. Kiss, Hug, Kiss. Ja. Ich kann allerdings noch nicht viel zu den Jungs sagen. Also ich bin noch ein bisschen unbedarft und neu. Aber man merkt auch schon, dass der Stil auch von den Fotobüchern ein bisschen anders ist als im K-Pop-Bereich. Aber mir gefällt das hier irgendwie mit dem Bunten. Okay, dieser Stil ist ein bisschen anders. Das könnte auch wirklich aus dem K-Pop-Album sein. Jo, nicht so wahnsinnig dick wie jetzt die Fotobücher, die man so in, wie gesagt, in K-Pop-Alben findet, aber trotzdem auch schon mal ganz schön. Und jo, als Single finde ich es eigentlich auch ziemlich gut gemacht. So, schauen wir mal wieder, dass wir es hier wieder in den Pappschuh reinkriegen. Jo. Es gibt halt auch noch eine normale Version davon, wo also halt nur die CD drin ist und dann halt keine DVD. Aber ich finde die Version mit DVD einfach immer ein bisschen schöner. Vor allen Dingen, weil das Musikvideo dann auch immer gleich mit dabei ist und dann auch meistens noch ein Making-of. Das ist das, was ich bei K-Pop-Alben manchmal eigentlich vermisse. Einfach mal so eine Bonus-DVD, wo dann halt auch Musikvideos irgendwie mit drauf wären. Das
wäre schon mal ganz schön. Da sind die Japaner dann doch wieder ein bisschen anders drauf, muss ich sagen. Aber ja, also wer sich für Kiss Hug Kiss interessiert, guckt einfach mal auf YouTube. Da findet ihr halt auch ihre Videos. Und ich muss sagen, ich weiß halt wirklich noch nicht sonderlich viel über die, aber die Jungs kommen auf jeden Fall ziemlich sympathisch rüber. Und ich sag mal, es ist halt so wirklich typischer J-Pop, also wie man das halt auch so aus Anime-Soundtracks kennt, aber nicht schlecht. So, ja, warum fange ich jetzt auch noch an, J-Pop zu sammeln? Weil ich ja noch nicht genug Sammelleidenschaften habe, aber was soll's. Jo, sehr schön gemacht. Gefällt mir. Okay, meine Lieben, ja, das war's dann auch für dieses kleine, kurze Unboxing. Und ja, ich hoffe, dass ich mich schnell wieder gesund kurieren kann und dass ich dann auch wieder vor der Kamera sitze. Aber jetzt erst einmal, ja, geht's noch ein bisschen Medikamente nehmen und ein bisschen Tee trinken und das Übliche halt. Erkältung. Im Herbst. Welche Überraschung, wie üblich. Okay, meine Lieben, ja. In der Hoffnung, dass es mir bald wieder besser geht, also ich leide nicht extrem, es ist halt natürlich ein bisschen unangenehm. Ich finde erkältet und krank dann immer da eigentlich eher nervig, weil man immer irgendwie körperlich eingeschränkt ist und das finde ich einfach blöd. Und deswegen hoffe ich, dass ich das schnell loswerde. Aber ich denke mal, mit ein bisschen Anhören und Angucken von Kiss Hug Kiss wird es mit Sicherheit auch gelingen. Okay, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!